zwei Stunden. Mahlzeit. Und dann frage ich Sie, wie sah die Situation aus, als die Polizei da ja. Hermann Josef Bouget, Autobahnpolizei Köln. Wie sah die Position? Wie sah die Situation aus, als die Polizei und Feuerwehr hier am Einsatzort eintraf? Ja, wir haben die Unfallstelle so angetroffen, wie sich die Lage derzeit noch hier schildert. Ein LKW hat während eines Überholvorgangs einen Reifenplatzer gehabt, ist dabei ins Schlingern geraten, in die Mittelschutzplanke gefahren und hat sich dabei überschlagen und ist auf dem Dach liegen geblieben. Ein Pkw-Fahrer, der nachfolgte, erkannte diese Situation zu spät und fuhr in den querliegenden LKW hinein. Der 42-jährige Pkw-Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Und der 38-jährige Lkw-Fahrer wurde in seinem Lkw eingeklemmt. Der Lkw-Fahrer wurde durch die Feuerwehr der Städte Bergheim und Kerpen mit schwerem Gerät aus seinem Fahrzeug befreit. Beide Fahrzeugführer wurden dem Krankenhaus zugeführt und werden jetzt ärztlich betreut. Kann man etwas zum Sachschaden sagen? Wie hoch schätzen Sie den Ihrer Meinung nach? Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200.000 Euro. Gab es besondere Schwierigkeiten bei dem Einsatz für die Einsatzkräfte? Nein, es gab keine besonderen Schwierigkeiten.